Hallo zusammen. Hallo. Wir sitzen nicht in unserem neuen Fahrzeug. Nein, 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 so schnell sind wir jetzt auch wieder nicht. Ja, aber wir sitzen in einem favorisierten Fahrzeug von einem favorisierten Hersteller. Und da hatten wir jetzt gerade ein interessantes Gespräch. Und darüber wollen wir euch berichten. Gleich geht's los. Also wir sitzen nicht in unserem neuen Fahrzeug, wir haben nichts bestellt, wir hatten auch nicht vor, irgendetwas zu bestellen, denn es gibt gar keinen Grund dafür. Wir haben unseren Gustl und der funktioniert einwandfrei und somit ist bei uns sicherlich irgendwann ein Nachfolger in der Planung. Ja, aber im Moment noch nicht. Und auf ad hoc schon gleich gar nicht. Nein, ja? Das muss schon gut überlegt sein, alles. Genau, aber wir haben ein Fahrzeug gefunden, bei dem wir uns grundsätzlich beide einig wären. Es müssen noch einige Faktoren abgeklärt werden und wir werden uns sicherlich mit dem Fahrzeug zusammen nach der Messe näher auseinandersetzen. Wir haben auch ein paar Fragen noch offen, bevor wir überhaupt an eine Bestellung denken würden. Diesbezüglich haben wir gestern ein Gespräch geführt mit der Marketingleiterin von Cartago, der Frau Schuler, und mit dem Vertriebsleiter von Cartago, den Herrn Fleuder. Und von diesem Gespräch sind wir autorisiert, euch auch den Inhalt zu berichten, der vielleicht auch für den einen oder anderen von euch interessant ist. Also, es geht um Folgendes. Ich habe als erstes mal das Thema Gewicht angesprochen, denn das Fahrzeug hat schon mal ein Auslieferungsgewicht von 3,5 Tonnen. Und Cartago gibt immer an, plus minus 5%. Das heißt, 3500 Tonnen Auslieferungsgewicht, plus 200, minus 200. Und das, denke ich, macht bei einem Fahrzeuggewicht von 4,5 Tonnen einen erheblichen Unterschied, ob das Fahrzeug mit 3300 oder mit 3700 Kilo ausgeliefert wird. Dazu habe ich die Auskunft bekommen, dass man das bei der Bestellung schon etwas näher definieren kann, wie das Auslieferungsgewicht sein wird, aber diese gesetzliche Mindestvorgabe, an die hält sich Cartago, weil sich während der Produktionsprozesse bei einer Serie immer etwas verändert durch Zulieferungsprodukte, ja, die dann leichter oder schwerer werden, aber in etwa können sie bei der Bestellung schon prognostizieren, wie das Gewicht werden würde. Sehr schwammig die Auskunft, da wir nicht bestellt haben, hat uns das jetzt auch gereicht. Wir finden diese Auskunft etwas unpräzise und bei einem, wie gesagt, Maximalgewicht von 4,5 Tonnen, denke ich, sollte man schon etwas besser kalkulieren können, mit welchem Gewicht das Fahrzeug dann ausgeliefert wird. Ich habe dann gefragt, kann man das, denn ich meine, das Fahrzeug hat zwei Achsen und zwei Achsen sind ja zulässig bis 4,8 Tonnen. Kann man diese 4,5 Tonnen auflasten, eventuell mit Luftfederung? Da hat es geheißen, es würde in wenigen Monaten serienmäßig möglich sein. Im Moment ist es nur ein Individualausbau. Es geht. Alco hat da eine Möglichkeit geschaffen. Aber das ist ziemlich aufwendig, weil es eine Einzelsache ist. Cartago arbeitet daran, eine Serienlösung für 4,8 Tonnen für dieses Fahrzeug herzubekommen. Dann habe ich gesagt, es ist sehr schwierig, wenn man das Fahrzeug zusammenstellen will, die ganzen Extras und dann auch das Gewicht und die ganze Preistransparenz. Da wurde uns zugesagt, dass ein Konfigurator im Herbst/Winter kommt, also bis zur CMD soll er fertig sein und dann kann man das Fahrzeug, das Wunschfahrzeug eingeben. Und die Extras, die man sich wünscht, dann bekommt man einen Gesamtpreis und auch das Gesamtgewicht, das prognostiziere. So, das war die eine Sache. Dann haben wir zur Produktion, Lieferzeit, Bauweise und Aufbau gefragt. Also die Cartago-Fahrzeuge sind immer holzfrei, schon seit vielen Jahren. Das ist eine Alu-Sandwich-Schaum-Alu-Verbindung. Ja. Und das hat er ausdrücklich betont, dass der Cartago das einzige Fahrzeug ist, das wirklich gegen Blitze, gegen Blitzschlag geschützt ist. Ja. Es gab wohl eine
einen Bericht von ProMobil oder von irgendeiner Zeitschrift, die gesagt haben, dass die Fahrzeuge alle nicht blitzsicher sind. Und das ist nicht ganz richtig. Die Karthagos sind blitzsicher. Das hat der Herr Fleuder ganz dicke betont. Und er hat auch gesagt, dass der hochwertige Aufbau von Karthago dadurch auch bestätigt wird, dass auf der Unterseite und am Dach alles mit GFK geschützt ist und somit auch für Hagel und dergleichen oder Steinschlag noch einen besonderen Schutz hat. Wir haben auch gefragt, wie groß der Umsatz ist von Karthago Malibu, und da haben wir nur die Auskunft bekommen, dass pro Jahr 5000 Fahrzeuge hergestellt werden. Der Malibu wird ja hauptsächlich in Slowenien gebaut, das ist allgemein bekannt. Und vom Karthago werden Teile wohl auch in Deutschland in Aulendorf gebaut. So, dann haben wir noch nach der Lieferzeit gefragt. Und da hat es geheißen, einen Karthago kann man bekommen innerhalb von 6 bis 12 Monaten. Also wenn man Druck macht, 6 Monate und einen richtigen Händler. Ich denke, das kommt aufs Modell drauf an. Kommt auch ein bisschen aufs Modell drauf an. Drauf an und von der Ausstattung her und solche Sachen. Also so ganz pauschal kann man das also nicht sagen, kommt ganz drauf an. Ich weiß nicht, Fiat oder Fiat hat eh große Probleme momentan mit der Lieferzeit, was ja wahrscheinlich allgemein bekannt ist. Mercedes scheint es da weniger Probleme zu geben. Mercedes und Iveco ist lieferbar. Fiat ist ein bisschen schlecht zu prognostizieren, aber 6 bis 12 Monate, wenn es nicht Fiat ist, das, die Aussage steht im Raum. Ich habe dann gefragt, wie man da auch Rabatte noch rausholen kann, ob das mittlerweile schon wieder drin ist, ob es Lagerfahrzeuge oder Vorführwagen gibt. Da habe ich folgende Antwort erhalten: Vorführwagen eventuell, es erfolgt jetzt ein Abverkauf von Lagerfahrzeugen, also von Ausstellungsfahrzeugen, wie wir jetzt da drin sitzen, die sind natürlich dann rabattiert. Lagerfahrzeuge eher nicht, das heißt, es kann das eine oder andere mal auflaufen, aber eher nicht, weil der Handel wohl gut funktioniert. Und Rabatte ist mir klar gesagt worden, man kann immer verhandeln. Also man muss den Listenpreis nicht bezahlen. Die Händler sind immer für Verhandlungen offen. Ich wollte auch einen Prozentsatz, eine Größenordnung haben, aber da haben wir nichts bekommen. Also macht euch selber Gedanken, was für einen Prozentsatz ihr heraushandeln wollt. Aber ich habe ja schon mal ein Video drüber gemacht auf der CMD. Ohne Verhandlung ein Wohnmobil zu kaufen, das ist nicht sehr geschickt, denn wir haben uns ja das Geld auch schwer verdient. Also Listenpreise sind immer Möchtegernpreise und die muss man nicht bezahlen, man kann halt so handeln. Das ist eindeutig auch die Aussage vom Vertriebsleiter. Ja, und wenn man nur etwas vom Zubehör bekommt oder so. Ist alles Verhandlungssache. Also nicht nur ein Besen, ja. Nein. Oder ein Handstaubsauger. So, also, dann die Ergänzung. Ich habe gefragt, wie das ist, ob man, wenn man ein nacktes Fahrzeug mehr oder weniger kauft oder in der Standardausstattung und es dann extern ausbauen lässt, ob man da seine Garantieleistung gefährdet. Nein, hat es geheißen. Die Händler bauen Solar etc. auch ein. Es soll halt Fachfirma sein, natürlich. Ja. Und an die Punkte anknüpfen. Es sollen Fachfirmen sein und man sollte sich das also Solar zum Beispiel schon vorbereiten lassen. Ab Werk ist klar, das macht auch Sinn. Und dann ist es also, kann man das mit Steckdosen und so weiter ohne weiteres erweitern. Ich habe dann noch nach den Toilettensystemen gefragt, also wieder das Thema Toilette. Ja, das ist halt immer wieder in aller Munde. Die Dreiachser wie Iveco, die haben einen Fäkaltank mit 120 Liter. Oder das Umbumpsystem. Das Umbumpsystem habe ich noch nie erklärt, aber das ist so ein Zwischending zwischen Kassette und Fäkaltank. Da wird also der Inhalt der Kassette wird dann in einen Fäkalientank umgepumpt und dadurch hat man dann eine längere Standzeit. Und ich glaube mit dem Grauwasser irgendwie gemischt, gell? Ja, genau. Mhm. Und es wird dann also dadurch auch verdünnt, sodass man es leichter ablassen kann. Das ist aber mehr vorgesehen für die Dreiachser, wo dann mehr Platz unterm Fahrzeug ist. Für die Zweiachser, wie wir jetzt da drinnen sitzen, da sind nach wie vor die Toiletten
normale Kassettenfunktion. Ja, normale Wechselkassetten vorgesehen. Mhm. Und man kann, das hat er von sich aus gesagt, auch Glasaner nachrüsten oder dann eben auch eine Trockentrenntoilette. Also das ist dann individuell. Das macht dann jeder, wie er das meint. Ja. Genau. So, das waren die wesentlichen Punkte, die wir besprochen hatten. Wir wollten uns dann auch beraten lassen hier, aber es ist schwierig, auf dem Caravan-Salon sich beraten zu lassen, weil die Verkäufer natürlich alle... Die Händler. Das sind Händler und die unterliegen natürlich der Verpflichtung, Absatz zu machen. Mhm. Das heißt, wir haben auch klar gesagt, wir kaufen heute definitiv kein Fahrzeug und dann hat auch keiner großes Interesse gehabt, uns da individuell zu beraten. Ist ja logisch, ja. Die haben hier nur begrenzte Zeit und da berät man jemanden, der sagt, ich kaufe nichts, den berät man natürlich nicht gern, auch wenn man sich beraten lässt und keine Kaufverpflichtung hat. Aber das, ja, da muss man zum Händler gehen. Ja. Aber es ist uns gesagt worden von Karthago, man kann ja jederzeit auch nach der Messe zum Händler gehen und dort ist dann auch Zeit, wenn man sich rechtzeitig anmeldet, ohne dass man Kaufverpflichtung hat. Oder man kann auch nach Auenwald fahren. Auch Auendorf. Auendorf. Da gibt es dann den Karthago-Welt und da kann man sich auch viele Fahrzeuge anschauen und kann sich natürlich dort auch beraten lassen. Allerdings kann man dort kein Fahrzeug kaufen. Und bevor wir überhaupt an einen Kauf richtig intensiv denken, werden wir da das Fahrzeug nochmal auf Herz und Nieren prüfen, auf den Kopf stellen, viele einzelne kleine Fragen noch abklären, denn wir müssen dann in dem Fahrzeug leben. Und vor allen Dingen muss das Fahrzeug die Mindestansprüche erfüllen, die unser Gustl erfüllt. Ja, aber da gibt es schon auch gewisse Unterschiede. Ja. Und da muss man mal schauen, wie man da zurechtkommt oder auch nicht. Ja, und also bei uns ist vor Dezember so und so überhaupt keine nähere Beschäftigung mehr damit spruchreif, zumal wir ein medizinisches Problem noch oder ich noch ein medizinisches Problem erledigt haben muss. Und dann werden wir uns mal kundig machen, dann werden wir auch auf der CMD nochmal nachschauen. Aber es ist zwischen uns einig, dass das ein Fahrzeug wäre, was in Frage käme, ja. Das hätte uns beiden sehr gut gefallen, aber es ist noch nicht gekauft. Nein. Und wir wissen auch nicht, ob das 2024 oder 2025 in die Überlegung oder in die Entscheidungsphase kommt. Ja. Es ist beides zwischen uns offen. Eins ist nur sicher, wir müssen uns beide einig sein und es beide wollen. Das ist ganz sicher. Ja, und das ist ja ganz klar. Ja, und von den Maßen her, also unter 3 Meter, das war ja unsere Maßgabe, unter 3 Meter und unter 8 Meter, das würde das Fahrzeug erfüllen. Und etwas geräumiger als der Gustl würde das Fahrzeug auch erfüllen. 40 cm länger, von der Höhe her das gleiche und von der Breite ein paar Zentimeter breiter. Also, und es gefällt uns sehr gut, das Fahrzeug. Das war's aus dem Caravan-Salon. Wir hauen jetzt dann auch später gleich ab. Wir haben noch einen Termin und dann hauen wir gleich ab. Und wir hoffen, die Informationen waren hilfreich für euch, die wir jetzt da weitergegeben haben. Wir verabschieden uns aus dem schönen Fahrzeug. Ja, genau. Und es würde uns natürlich freuen, wenn ihr auch unsere Reisevideos anschauen würdet. Ja, genau. Wir fahren nämlich jetzt nach Dänemark. Die passiert mir nicht, dass ich was sage, aber... Nein, weil es kann immer was dazwischen kommen. Und dann sagt man was und dann stimmt's nicht. Das ist, wenn nichts dazwischen kommt. Wenn nichts dazwischen kommt. Fahren wir nach Dänemark. Ja. Und wenn nichts dazwischen kommt, kriege ich ein Fischbrötchen auf Fehmarn. Ja, schauen wir mal. Und wenn nichts dazwischen kommt, dann solltet auch ihr unsere Dänemark-Videos anschauen. Hm. Wir würden uns freuen. Ja, genau. Und wir freuen uns jetzt auch auf unsere Reise. Ja, genau. Wir haben jetzt genug Caravan-Salon. Jetzt geht's weiter. Ja, genau. So, also vielen Dank für alle, die uns zugeschaut haben, für alle, die Kommentare geschrieben haben. Vor allen Dingen vielen, vielen Dank für alle, die wir getroffen haben. Ja, ja, genau. Das war wunderschön. Das war nett. Das war, ist immer nett, wenn wir euch treffen. Ja, also das war ganz toll. Wir haben so viele Leute getroffen, die uns auch nur zugucken haben oder gesprochen haben. Es war einfach ein toller Caravan-Salon und jetzt ist Zeit für uns zu gehen. Ja, genau. Ciao. Tschüss. Tschüss.